kürzester Sprung bisher überhaupt von Lauro Koss. Und jetzt geht man runter. Das ganz ist klar. Auch richtig so. Geht nicht anders. Man muss runtergehen. Ja. Immer noch viel Anlauf bei diesen eingeschlafenen Rückenwindverhältnissen, die im Moment nicht mehr da sind. Jetzt könnte es auch nochmal scheppern. Wobei ich glaube, Riojo so einschätzt, dass es ihm auch egal ist. Ist ja klar, der Wind spielt immer eine Rolle beim Skispringen. Kommt natürlich auch jetzt hier bei der Tournee. Im Moment hakt die Windgrafik. So, jetzt kann es weit gehen. Eher seitliche Bedingungen, das könnte jetzt scheppern. Oh ja. Oh ja. Oh. Da ist man ja froh, dass er steht da unten. Ja, aber das ist halt eben das. Der hat den Sprung, der springt das Ding auch auf die Gerade. Das ist völlig egal. Ich kann mich erinnern, war mal in Sapporo, war mal 150 Meter, hat er drüber gelacht, dass er eingebohrt ist unten. Das sind die Springer, die zucken da nicht. Der zieht das durch. Ganz einfach. 141 Wahnsinn. Meter größte Weite mit Telemark. Und das ist auch das, warum ich sage, er kommt flach hin und kann in hohen Weiten Telemark setzen. Und deswegen gibt es die 19 und im Gegensatz zu Kost gibt es da eben richtig Punkte oben drauf. Der macht alleine über die Noten, nimmt er dem Kost nochmal 5 Meter ab und ist deswegen weit in Führung. Normalerweise muss man jetzt nochmal runtergehen. Wir müssen jetzt schauen, was der Wind macht. Also, jetzt wissen alle, warum er Tournee-Favorit ist, neben Karl Geiger.